Die Eisbären Berlin waren am letzten Spieltag in der Penny DL zum Siegen verdammt gegen die Schwenninger Wipings. Brauchten sie unbedingt 3 Punkte, um die Chance auf die Playoffs zu wahren, waren aber auch abhängig vom Ergebnis aus Frankfurt. Doch die Gäste kamen besser in die Partie und hatten in der ersten Minute die Riesenmöglichkeit zur Führung. Tyson Spink bekommt den Puck nach Zuspiel von Alexander Karatschun nicht mehr richtig abgedrückt. In der dritten Spielminute dann erstmalig die Berliner. Marco Novak bringt die Scheibe tief und die springt dann ganz komisch von der Bande ab. Joachim Eriksson verliert die Übersicht und Peter Regin kann es nicht ausnutzen. Das war eine kuriose Szene, in der der schwedische Schlussmann intuitiv dann den Puck hält und mit dem Stock klärt. Das erste Drittel konnte ihn noch nicht wirklich begeistern, Serge Aubin. Das sollte sich allerdings im Mittelabschnitt dann ändern. Die Berliner waren druckvoller und zielstrebiger nach vorne und bekamen dann eine Einladung von Will Weber, der hier die Scheibe auf Alex Grenier spielt. Und der bedient Matt White zur Berliner Führung. Das 1:0 in der 30. Spielminute. Dicker Fehler von Will Weber und dann macht Grenier das hervorragend und keine Chance für Joachim Eriksson. Matt White mit einem Knie auf dem Eis vollendet. Großartig. Und die Berliner, sie hatten Lunte gerochen und machten weiter Druck. Das ist Giovanni Fiori, der zieht mal von außen Richtung Tor und nimmt dann seinen eigenen Nachschuss im Fallen auf. Der Doppelschlag binnen 64 Sekunden, das 2:0 für die Eisbären. Und jetzt noch mal gut zu sehen, da ist er im Fallen, der Fiori, der Winkel ist spitz und dann bringt er die Scheibe noch mit der Rückhand unter. Ein Riesentreffer vom Berliner Stürmer und die sichere 2:0 Führung, sollte man glauben. Überzahlspiel Schwenning, da sind sie gut aufgestellt mit den Spink-Brüdern und es ist Tyson Spink, der auf zum Spiel von Tyler den 1:2 Anschlusstreffer macht in der 37. Minute. Hier nochmal gut zu sehen, der Abschluss von Tyson Spink rutscht unter dem rechten Schoner von Tobias Anschitzka hindurch, der da Ticken zu spät zum kurzen Pfosten kommt, aber kein Vorwurf an den Berliner Schlussmann. Ja, sie bankten, sie zitterten, man verfolgte das Ergebnis aus Augsburg. Frankfurt lag zwischenzeitlich 1:2 zurück, Berlin wäre durch gewesen, aber im Schlussabschnitt so ein bisschen Verwaltungsmodus bei den Eisbären. Das sollte sich dann rächen. Das 2:2 Karl Niel in der 48. Spielminute. Der Verteidiger im 13. Saisonspiel mit seinem ersten Treffer und der rutscht Tobias Anschitzka unterm rechten Schoner durch. Die Fersio und Ellis sorgen dafür Unruhe vom Kasten von Anschitzka und jetzt war der Druck auf den Eisbären. Sie wollten unbedingt den Sieg, sonst wären sie komplett abhängig gewesen von einem Augsburger Sieg. Allerdings nahmen sie dann den Torhüter raus und Kenny Olimp, 75 Sekunden vor dem Ende, der so ein bisschen den Stecker zog. Sie probierten alles, aber es gelang ihnen zu wenig. Es war so ein bisschen symptomatisch für die Saison. Der Berliner 4. Saisontreffer für den Norweger. Aber sie bewiesen Moral und nahmen nach wie vor den Torhüter raus. Anschitzka nicht im Kasten und dann ist es Kevin Clark mit dem 3:3, 28 Sekunden Verschluss. Die Berliner gaben noch mal alles, probierten es, warten auch damit die Chance einen Sieg nach Verlängerung oder Penalty-Shootout. Hätte Frankfurt direkt verlieren müssen gegen Augsburg. Und dann war es der Penalty von Tyson Spink, der herausragend war und der den Deckel drauf machte. Berlin schied aus der Saison. Wir haben gesagt, wir machen es keinem schwer, auch bis zum Schluss. Man muss sagen, das haben wir uns selber zu verschulden. Wir haben ein paar Niederlagen eingefahren, die wir vielleicht nicht hätten haben müssen. Aber wir haben es heute den Fans da oben geschuldet, die trotzdem heute gekommen sind. Wir wollten ihnen trotzdem ein gutes Spiel zeigen. Wir wollten unseren Stolz einfach auch zeigen, dass wir als Mannschaft trotzdem auftreten, egal, dass es schon vorbei war. Und ich finde, das haben wir heute trotzdem gut gemacht. I mean, we just weren't good enough. I mean, we can't blame anything else other than we didn't perform when we should have. And obviously, we had good stretches in the year coming on the end here. But you know, if you have a start of the season like we did, it just makes it that much tougher to get in. And no one to blame but ourselves. And you know, we all had to be better, and we weren't. And
end of the day, it wasn't good enough. Ehrliche und harte Analyse von Morgan Ellis. Nach 22 Jahren verpassen die Eisbären erstmals die Playoffs und das erste Mal nach 19 Jahren seit den Krefeld Pinguin, dass der Meister nicht in die Playoffs kommt. Auch für Schwenningen ist die Saison beendet. Enttäuschung in Berlin. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.